Ja, vielen Dank, Herr Settele, für die sehr freundlichen Einführungsworte. Vielen Dank, Herr Ristani, für die Einladung. Es ist mir natürlich eine ganz besondere Freude, als Leiter einer Tochterinstitution der Polytechnischen Gesellschaft mit diesem Vortrag beizutragen zu den 200-Jahr-Feiern. Und ich habe mir einiges vorgenommen für diese Zeit. Es geht ja darum, von der Aufklärung bis zur Moderne den Bogen zu spannen. Und ich habe es genannt vom Staat der Bienen und der Macht der Gene. Nun, die Beziehung zwischen Menschen und Bienen, ich würde mal sagen, ist so alt wie die Menschheit selber. Die Bienen waren vorher da. Bienen gibt es seit etwa 30 Millionen Jahren. Vor etwa 2,5 Millionen Jahren traten dann auch die Menschen ins Bild. Und seither, würde ich sagen, gibt es eine Beziehung zwischen Bienen und Menschen. Der Bienenkorb als Logo der Polytechnischen Gesellschaft drückt im Grunde schon eine Faszination aus, die die Bienen haben, nämlich sie, das wissen Sie alle, sie produzieren Honig. Den möchten wir gerne und lange, lange Zeit war das auch das Symbol sozusagen des Bienen, des Bienenwabens. Das Süße, die Bienen brachten den Menschen, als es noch keinen Zucker gab, noch kein Zuckerrohr, noch keine Zuckerrüben, noch keinen raffinierten Zucker, die einzige Süßigkeit auf den Speiseplan und entsprechend begehrt waren sie. Aber, und das sieht man hier zum Beispiel an dieser Höhlenmalerei aus der mittleren Steinzeit, natürlich auch gleichzeitig gefürchtet wegen ihres Stachels. Also es war schon besonderen Personen vorbehalten, in solche Felsschluchten hinaufzuklettern oder auf 20 Meter hohe Bäume. Irgendwo damals in Afrika, das ist jetzt Spanien, aber damals sah die Welt natürlich noch sehr anders aus, da hochzuklettern und praktisch unter Lebensgefahr den Honig zu rauben. Gleichzeitig aber sind Bienen in der Lage, aus sich heraus Wachs zu produzieren und ihre Wohnungen gleichsam aus ihrem eigenen Körper herauszuschwitzen und zu bauen. Und das ist natürlich gleichzeitig eine faszinierende Welt, die insbesondere in der Symbolkraft des Mittelalters große Entfaltung hatte. Die Biene mit ihren wachsschwitzenden Drüsen galt im Grunde genommen als ein Symbol für die jungfräuliche Zeugung und die jungfräuliche Geburt von Jesus Christus, weil die Biene sozusagen als jungfräuliches Wesen das Wachs schmelzen kann und gleichzeitig durch die Süße ihrer Produktion die Fruchtbringende oder ein Symbol der Fruchtbringende war. Und entsprechend häufig findet man Bienenkörbe oder Darstellungen von Bienen gleichermaßen als Bild Marias in vielen mittelalterlichen oder Bildnissen aus der Renaissance, wie hier zum Beispiel dem Stuppacher oder Stuppacher Madonna von Matthias Grünewald, mit dem ich leider weder verwandt noch verschwägert noch in irgendeiner anderen Weise verwandt bin. Das war also sozusagen das Bild der Bienen in der Renaissance. Barock, es geht weiter. Im Grunde sind die Bienen als Wesen, die Nahrung bringen, Mittler zwischen dem Himmel, als fliegende Wesen, zwischen den Engeln und den Menschen. Und entsprechend werden sie hier dargestellt in diesem spätbarocken Darstellen eines Deckenfreskos aus Rom. Und so blieb das auch eine ganze Weile. An dieser Stelle möchte ich der Frau Dr. Sander danken, eines Mitglieds unseres Vorstandes und gleichermaßen Museums Giersch, die mir geholfen hat, einige dieser kunsthistorischen Dokumente zusammenzustellen, weil ich als Naturwissenschaftler natürlich nicht so ganz weiß, was man da suchen kann. Aber das hier eine Bezeichnung aus dem Barock. Nun, die Bienen gelten als Zeichen Gottes Schöpfung, wie die gesamte Forschung im Grunde genommen die Renaissance bis in die Aufklärung dominiert hat, als Forschung sozusagen der Schöpfung Gottes oder des Wirken Gottes in der Natur. Und so muss man das verstehen als Sinnbild der Naturtheologie, die Anpassung der Organismen, die man damals schon sehr, sehr gut verstanden hat. Man wusste, alle Tiere, alle Pflanzen erfüllen eine gewisse Rolle, sind angepasst an diese Welt und man hat darin einen göttlichen Plan gesehen. Man sah sozusagen das Wirken Gottes in der wunderbaren, belebten Welt, die man damals erfuhr oder erlitt. Die Gesetze Newtons und Galileis, die natürlich längst bekannt waren im 17. Jahrhundert,
hatten im Grunde überhaupt keine Auswirkungen auf die belebte Natur. Diese belebte Natur gehorchte nicht den Gesetzen der Physik. Sie gehorchte nicht den Gesetzen sozusagen der modernen Naturwissenschaft. Und das blieb bis in die späte Aufklärung im Grunde so. Die Menschen haben die Mannigfaltigkeit der Biologie, die damals noch nicht so hieß, der belebten Natur im Grunde genommen als Zeichen Gottes verstanden, der Bewunderung. Und jetzt springen wir aber mal, Barock ist ja gar nicht mein Thema, wir springen jetzt mal doch mal 150 Jahre in die Zukunft und irgendwo in dieser Aufklärung ändert sich die Symbolkraft der Biene. Sie geht weg von dem göttlichen Wesen und der Fleiß der Biene, der sprichwörtliche Fleiß der Biene, tritt jetzt in den Vordergrund. Und daher, Herr Stani, tritt auch das Wort vom flüssigen Gold in die Runde. Das ist der Honig sozusagen, das flüssige Gold. Das sieht ein bisschen so ähnlich aus. Wir am Institut für Bienenkunde produzieren so etwa 1 bis 1,5 Tonnen von diesem flüssigen Gold. Leider aber nicht ganz so wertvoll auf den internationalen Märkten wie das Gold, was hier in der Sparkasse beschützt wird. Nun, hier ist die Biene als Symbol des Fleißes. Und wenn man sich die Literatur damals so ausgehend des 18. Jahrhunderts, Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts durchliest, dann kommt auch heraus, wie eigentlich damals so gedacht wurde. Und ich möchte im ersten Teil meines Vortrags auf einen ganz bedeutenden Forscher, zumindest für uns Biologen, kommen, dessen Name Christian Konrad Sprengel war, geboren 1750. Und ich möchte an dieser Stelle mal fragen, wer kennt Christian Konrad Sprengel? Eine Meldung in dem ganzen Saal. Eben habe ich gesagt, das ist einer der berühmtesten Biologen, Botaniker des 18. Jahrhunderts. Keiner kennt ihn. Ich komme gleich darauf. Warum? Aber schauen wir trotzdem noch mal einmal in diese Zeit der frühen Aufklärung. Und es gibt eine wunderbare Fabel von Gellert, die im Grunde diese Idee damals, die damals in aller Munde war, ganz poetisch umschreibt. Und zwar die Fabel von der Henne und der Biene. Und die Henne, wie sie halt ist, meckert die Biene an und sagt, was machst du nur? Du sitzt den ganzen Tag auf der Blüte und du kommst überhaupt nur raus, wenn es schön warm ist. Dann sitzt du da, wenn es dich langweilt, trinkst du etwas Nektar und fliegst auf die nächste Biene und sitzt dann wieder da. Schau mich an, ich lege Eier, ich produziere etwas, was den Menschen wohltut. Die Biene lässt das natürlich nicht auf sich sitzen und sie entgegnet, ich zitiere jetzt mal den Gellert, oh, rief die Biene, spotte nicht. Du denkst, weil ich bei meiner Pflicht, nicht so wie du bei einem Ei, aus vollem Halse 10-mal schreie, so denkst du, wäre ich ohne Fleiß. Der Bienenstock sei mein Beweis, wer Kunst und Arbeit besser kenne, ich oder eine träge Henne. Denn wenn wir auf den Blumen liegen, sind wir nicht auf uns bedacht. Wir sammeln Saft, der Honig macht, um fremde Zungen zu vergnügen. Das ist natürlich gedichtet, das ist natürlich eine Fabel, zeigt aber trotzdem das Denken der damaligen Welt aus, die im Grunde nach gesagt hat, immer noch sozusagen die Bienen sind zum Beglücken des Menschen da. Die Blütenfarben dienen sozusagen der Prachtentfaltung Gottes und dienen sozusagen der Erbauung des Menschen im Angesicht der Schöpfung. Sprengel, wie gesagt, 1750 geboren, war noch stark in dieser naturtheologischen Denkwelt verhaftet. Er hat Theologie studiert, das hörte sich damals so, wenn man das werden wollte, und wurde dann aber nicht Pfarrer, sondern Rektor an einer Schule in Spandau, sowas ähnliches wie ein Gymnasium. Das ist dann Spandau, ist ein Ort in der Nähe von Berlin. Dort fing er auch an mit seinen botanischen Studien. Er ist also tatsächlich durch die Mark Brandenburg gegangen, oder vor den Toren Berlins und hat Pflanzen beobachtet und hat geguckt, was da eigentlich los ist. Und es kamen immer mehr Zweifel, dass das mit den Blüten und der Pracht und den Blumen so ganz nur für den Menschen sein sollte. Also er war ein Vernunftsmensch, wenn man so will. Und dann hat er beobachtet und hat im Grunde praktisch fast die gesamten gängigen Lehrmeinungen der damaligen Experten auf den Kopf gestellt. Also hier mal drei Beispiele. Gängige Lehrmeinung war, Blütenpflanzen befruchten sich selber. Sprengel sagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Sie versuchen genau das zu verhindern, sich selber zu befruchten. Insekten stattdessen vermitteln die Fremdbestäubung, indem sie den Pollen von einer Pflanze auf die nächste transportieren. Oder der Nektar dient der Befruchtung.
Das war ja klar, da unten ist der Nektar drin, das wussten die Menschen damals schon sehr lange. Und sie dachten, der Nektar ist so eine Art Vorform der Befruchtung, das Ganze feucht zu halten, damit die Blüte sich selber befruchtet. Sprengel sagt, das stimmt überhaupt nicht. Blütenpflanzen produzieren den Nektar nur, um Insekten anzulocken. Es hat überhaupt nichts mit der Befruchtung zu tun. Und schließlich, das Farbenkleid und der Duft der Bienen, der Duft der Blumen dienen der Erbauung des Menschen an der Schöpfung. Sprengel sagt, Unsinn, das stimmt überhaupt nicht. Die auffälligen Farben und die Düfte der Blüten dienen lediglich dem einen Zweck, dass Insekten sie erkennen können und ihnen den Weg zu den Nektarien weisen, also in den Weg sozusagen zu den Nektarquellen weisen. Und das alles zu dem Zweck, die Blüten zu befruchten. Also, er hatte recht. In jeder seiner winzigen Detailbeobachtungen hatte Sprengel komplett recht. Und warum aber kennen wir ihn heute nicht mehr? Wir kennen viele Dichter, Naturforscher aus der Zeit. Nun, Sprengels Buch erschien 1793, also in der Hochzeit der Aufklärung. Eigentlich hätte man sagen müssen, das muss ja ein Knaller gewesen sein. Aber er hatte zwei Probleme. Das eine Problem war, er war seiner Zeit mit dem Buch mindestens ein halbes Jahrhundert voraus. Damals war das überhaupt nicht Lehrmeinung. Alle gängigen Experten, alle Koryphäen waren gegen ihn. Und er war am falschen Ort. Berlin spielte damals wissenschaftstechnisch überhaupt keine Rolle. Es war nicht mal auf der Karte der Wissenschaftsstandorte verzeichnet. Paris war sozusagen das, was man heute Exzellenzuniversitäten nannte. Wenn man nicht aus Paris kam, hatte man eigentlich im Grunde gar keine echte Chance. Preußen 1793 war wissenschaftliche Dürre. Das heißt, es war schlecht für seine Karriere. 1994 verlor er seinen Posten aus dem Grunde, weil keiner glaubte. Sein Werk blieb 65 Jahre lang komplett unbeachtet und keiner hat sich darum gekümmert. Aber warum? Warum eigentlich nicht? Nun, an dieser Stelle muss ich leider der Wahrheit willen gestehen, dass er das Pech hatte, dass er Zeitgenosse eines weitaus berühmteren Naturforschers war, der sozusagen Ehrenpräsident der Polytechnischen Gesellschaft gewesen ist, Namensgeber unserer Universität. Und Sie ahnen das schon, Goethe. Goethe hat vor Erscheinen des Sprengelschen Buchs das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen. Goethe hat mit Wind davon bekommen, dass da ein Sprengel ist, der etwas ganz Neues sozusagen auf den Weg bringen will. Und das passte ihm nicht. Er wollte gerne seine Metamorphose der Pflanzen früher rausbringen. Und das ist ihm gelungen. 1790 erschien von Johann Wolfgang Goethe die Metamorphose der Pflanzen, indem er sozusagen den Versuch unternimmt, die Befruchtung der Pflanzen und die Metamorphose, also die Wandlung von der Blüte in die Frucht sozusagen anhand seiner eigenen Beobachtungen zu schildern. Und Goethe war, man muss das leider sagen, ein extrem mächtiger Widersacher Sprengels. Er hat praktisch die Gedankenwelt Sprengels total verworfen, weil sie ihn überhaupt nicht in sein Gedankengebäude passte. Ich kann das mal hier lesen. Er warf Sprengel vor, der Natur einen menschlichen Verstand beizumessen, einen Zweck. Das hat ihm nicht gepasst. Goethe schreibt im Februar 84 an August Bartsch, einen damals bekannten Botaniker, Berater Goethe, Ordinarius an der Universität von Jena, und schreibt, dass sie, wie wohl mit geziemender Gelindigkeit der sprengelischen Vorstellungsart, ihren Beifall versagt, war mir sehr angenehm. Nach meiner Meinung erklärt sie eigentlich nichts. Sie legt nur der Natur einen menschlichen Verstand unter und lässt diese erhabene Mutter lebendige Wesen auf eben die Art hervorbringen, wie wir Flinten fabrizieren, Kugeln gießen und Pulver bereiten, um endlich einen Schuss zu erwecken. Und dann ein Stückchen weiter, wie können wir die Teile eines organisierten Wesens und ihre Wirkungen entwickeln und begreifen, wenn wir es nicht als ein durch sich und um seiner selbst willen bestehendes Ganzes beobachten. Das ist Polemik pur, das hat überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun, es passte einfach nicht. Und die goethischen Ideen passten natürlich viel besser in die damalige Welt und er hatte mächtige Bundesgenossen, die sozusagen den Pflanzen jede Fremdbestäubung absprachen und sich sozusagen ihn überlächerlich machten über das, was der Sprengel da gesagt hat. Sie wollten nicht das Erhabene der Blüte in die Welt der Nutzbarkeit herabziehen.
Nun, der Rest ist Geschichte. Sprengel gilt heute als Begründer der Blütenökologen. Jeder Botaniker kennt ihn, jeder Bienenforscher kennt ihn natürlich. Goethes naturforschende Schriften, auch die haben allenfalls noch literarische Bedeutung, obwohl er selber der Meinung war, er wird durch die Naturforschung berühmt werden oder berühmt bleiben. Sprengels Beobachtungen sind längst Allgemeingut geworden. Er hatte selbst in den Details seiner Beobachtungen recht weit, weit vor den Theorien Darwins, hat er schon gesagt, dass die Bestäubungsleistung der Biene den Wert aller anderen Bienenprodukte um ein Vielfaches übersteigt. Und er hat sogar schon geschlussfolgert, dass die Farben der Blüten an die Wahrnehmung der Bienen angepasst sein muss, obwohl er das noch gar nicht richtig begründen konnte. Nun, hier sieht man das zum Beispiel, das ist jetzt hier Neuzeit. Das ist eine Erdbeere, die sozusagen unter freien Natur mit Bestäubung durch Bienen gedeiht. Das ist eine Erdbeere, die sozusagen nur durch Selbstbestäubung entsteht. Und das ist eine Erdbeere, die durch Windbestäubung entsteht. Man sieht, es gibt Früchte ohne Bienen, aber sozusagen dafür würden sie wahrscheinlich nicht sehr viel Geld ausgeben, wenn sie es wollen. Das heißt, die Bestäubungsleistung von den Honigbienen ist um ein Vielfaches höher als sämtliche Honigerträge. Über 70% aller Nutzpflanzen der Welt werden durch Insekten bestäubt und der Wert der Bestäubung durch die Honigbienen wird auf etwa 153 Milliarden Euro pro Jahr weltweit berechnet. Das heißt, ein enormer wirtschaftlicher Faktor für den Bienen. Nun, wir stehen auch natürlich in der Tradition der Naturforschung. Was Sprengel noch nicht wusste, ist, dass die Bienen den Blüten treu bleiben. Sie kehren immer wieder zu denselben Blüten zurück. Und das machen sie, weil sie den Duft gelernt haben, als einen Duft, der Belohnung anzeigt. Und dieses Verhalten machen wir uns in Oberursel zunutze, um sozusagen Blüte zu spielen. Wir bieten also eine Belohnung und einen Duft und dann trainieren wir das und dann lernen die Bienen diesen Duft als Belohnungsanzeiger kennen. Und wir untersuchen anschließend im Gehirn der Honigbiene, hier in einer dreidimensionalen Darstellung, welche Prozesse bei diesem Duftlernen eine Rolle spielen. Ich bin mir sicher, dem Sprengel hätte das gefallen, wenn man seine Theorien sozusagen schon auf der neuronalen Ebene dann hätte erklären können. Nun, ich habe gesagt, 65 Jahre blieb der Sprengel in der Schublade, keiner kümmerte sich um ihn, er war komplett vergessen in der Wissenschaftswelt, nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt bis sozusagen 1859. Und das Datum kann man ganz gut begründen, weil das hier, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen, das ist also Plymouth und das ist die HMS Beagle. Die Beagle ist bekannt, Beagle ist das Schiff, mit dem Darwin sozusagen in See stach. Darwin, gerade mal 22 Jahre, ebenfalls Theologiestudent, gerade fertig, hatte überhaupt noch keine Ahnung von Botanik oder Zoologie, war aber ein gelehrter Mann seinerzeit schon und der Kapitän dieser Beagle für die Weltumsegel suchte einen Naturforscher und der kam auf Darwin. Darwin fuhr mit. 1831 legte die Beagle ab von Plymouth, war 8 Jahre auf den Weltmeeren unterwegs und Darwin an Bord und Darwin hat sozusagen da auf diesem Schiff seine Evolutionstheorie letzten Endes begründet. Dann hat er 20 Jahre gebraucht und dann hat er sie publiziert, nach 1895 On the Origin of Species, 65 Jahre nach dem Erscheinen von Sprengels Buch. Und für Darwin hatten die Bienen eine zentrale Bedeutung in seiner Theorie. Denkt man gar nicht. Man denkt an Dinosaurier oder irgendwelche Galapagos-Finken. Das ist auch alles richtig. Aber er hat natürlich die Bienen beobachtet. Und für ihn waren sozusagen die Bienen einen wichtigen Platz, weil er zum einen sofort erkannte, dass die Blüten und die Bienen perfekt aneinander angepasst sind. Das kann kein Zufall sein, dass die Bienen genau diese Blüten besuchten. Und in irgendeiner Art und Weise, wenn niemand weiß genau wie, hat er das Buch von Sprengel in die Hand gekriegt und hat es gelesen, hat sofort erkannt die Sprengkraft dieser Gedankenwelt von dem Sprengel, die im Grunde genau in sein Gedankengebäude hineinpassten und das genau natürlich ganz klar erkannt hat. Er hat die Bienen weiterhin beobachtet, hat selber Experimente zu Bienen gemacht. Und ihn faszinierte besonders der Wabenbau. Ihn faszinierte diese perfekte mathematische Exaktheit, dieses Sechseckes. Und er hat mit Mathematikern zusammengesessen und die haben dann zu ihm gesagt, also Sechseck ist die beste, dichteste Packung bei gleichzeitig geringstem Materialverbrauch. Und Darwin schreibt, das kann unmöglich Zufall sein.
Das ist sozusagen ein Prozess der Evolution. Und er schreibt hier jetzt mal in Englisch aus dem Original, On the Origin of Species, in Kapitel 7, der hat ein ganzes Kapitel fast über die Biene geschrieben. Und sagt, er glaubt, dass diese wunderbarste aller Insekten, aller bekannten Instinkte, Darwin, ist die der Honigbiene, durch langsame Veränderungen, die mehr und mehr perfekt die Bienen dahin leitet, eine Wabe zu kreieren aus gleichen Sphären, also aus gleichen Kugeln, die sozusagen noch Seite an Seite aneinander passen. Ein langer Prozess der natürlichen Selektion. Und er schreibt weiter, man muss schon stumpfen Sinnes sein, wenn man nicht die Struktur oder den Aufbau einer Wabe ohne enthusiastische Bewunderung betrachten kann. Darwin. Das war sozusagen der für die Bienen im Grunde der Durchbruch. Und diese Bewunderung kann ich Ihnen auch aus eigener Forschung nochmal zeigen. Das ist nämlich sozusagen jetzt 2016 ein Blick in eine solche Wabe. Und das Video, was ich Ihnen gleich zeige, ist aufgenommen worden von Paul Siever, der mit Infrarotkameras in das Innere eines Bienenvolkes guckt, während die Bienen drauf sind, ohne Bienen zu stören. Das ist also ein Längsschnitt durch eine solche Zelle. Hier ist eine Wabe, hier ist eine Zelle, eine zweite Zelle, eine dritte Zelle. Und dieses Video, das geht über mehrere Monate kontinuierlich. Hier habe ich jetzt 21 Tage rausgezoomt und der Paul hat mir das in Zeitraffer zusammengeschrieben. Das müsste noch weg. Das heißt, es beginnt am 24. Juni und beendet 21 Tage später mit dem Schlupf der Biene. Wir sehen als erstes die Königin vorbeikommen. Das ist sie. Sie legt ein Ei in die Wabe hinein und dann verschwindet sie wieder und bestiftet ein anderes Ei. So, jetzt geht das ein bisschen schneller, damit man das sieht. Das Ei entwickelt sich langsam zum Embryo. Die Bienen schauen immer wieder nach, was passiert. 3 Tage sind vorbei. Nach 3 Tagen beginnt aus dem Ei die Larve zu schlüpfen. Das erste Larvenstadium schlüpft. Hier ist eine weitere Larve und dann passiert ist im Grunde, sie wächst, sie frisst, sie wird dicker und entwickelt sich, sie bewegt sich. Etwas später wird ein Deckel auf die Zelle gemacht. Sie dreht sich in die richtige Lage, sie nimmt jetzt keine Nahrung mehr zu sich. Ja, das ist also 2 Stunden pro Sekunde, das ist also ordentlicher Zeitraffer. Ja, also man denkt es gar nicht, man sieht es von außen, sieht man es nicht. Ja, jetzt wird langsam ruhiger, Und jetzt beginnt eigentlich das Wunderbarste, was die Natur zu bieten hat, nämlich die Umwandlung von der Larve in die Puppe. Aufgepasst. Das ist jetzt von hinten nach vorne Wellenfall. Wir sehen hier schon die Füße, die Köpfe, der Kopf. Langsam entsteht der erwachsene Phänotyp. So, hat sie sich vollständig gehäutet und ist zur Puppe geworden. Und dann ist sie ruhig, die Muskeln funktionieren nicht mehr, der ganze Körper innen drin wird komplett umgestaltet. Dann wird sie dunkel, der Panzer härtet aus, die Muskeln funktionieren, fängt an zu zittern. Sie möchte raus, es wird ihr zu eng und sie beginnt, den Wachsdeckel abzuknabbern. Von außen helfen ihr einige Bienen dabei. 14. Juli, das dauert noch ein paar Stunden, aber am 15. Juli schlüpft die neue Biene, die junge Biene aus der Zelle. Das ist Endprodukt einer 330 Milliarden Jahre alten Evolution. Okay, das ist der Darwin. Der Darwin hat sozusagen den Sprengel jetzt in unsere Zeit gerettet. Nun, es blieb noch ein weiteres Problem.
Die Blüten blühen irgendwo auf dem Feld. Die Bienenvölker stehen irgendwo beim Imker oder sie sitzen irgendwo in hohlen Bäumen. Wie findet die Biene zur Blüte? Sprengel hat gesagt, naja, die Blüten duften. Das stimmt natürlich auch, jeder weiß es. Die Bienen sehen die Blüten sozusagen und sehen sie da irgendwo stehen. Aber sie müssen natürlich mehrere Kilometer zu den Blüten, fliegen. Wie machen sie das? Nun, das Problem, was die Leute hatten, mit der Aussage von Sprengel, dass die Blumenfarben bis ins Einzelne für die Augen der Blütengäste geschaffen sind, 1793, war für die damalige Welt so ab dahin eigentlich nicht zu begreifen. Denn Insekten, wie alle Wirbellosen, galten als farbenblind. Man sprach allen Insekten und allen wirbellosen Tieren, Oktopus, was immer es da gibt, die Farbsehsysteme ab. Nur Wirbeltiere, höhere Wirbeltiere, oberhalb der Fische können Farben sehen. So war die damalige gängige Lehrmeinung. Und es brauchte wieder einen Forscher, der genug sozusagen Unabhängigkeit hatte, da sozusagen die Fachwelt aufzumischen. Dieser Zoologe aus Wien wies 1912 nach, dass sowohl Fische als auch Bienen Farben sehen können. Das ist er, im höheren Alter Karl von Frisch, anlässlich eines Besuches am Institut für Bienenkunde in Oberursel, damals schon natürlich ein berühmter Mann mit Nobelpreis. Karl von Frisch wies nach, dass die Bienen Farben sehen können. Und er nutzte dazu ganz einfache Experimente, auf die muss man aber erstmal kommen. Was er machte ist, er hatte hier eine Platte mit verschiedenfarbigen Plättchen, in dem Fall jetzt mal blau, und da ging daneben gleich dunkle oder gleich helle graue Plättchen. Und er trainierte die Bienen auf ein blaues Quadrat, sodass sie ihm hier Belohnung anbot und bei allen anderen nicht. Dann hat er die Plättchen vertauscht, ohne die Farben zu ändern, und hat dann gezählt, wie viele fliegen auf die blauen Quadrate, wie viele fliegen auf die grauen Quadrate. Und siehe da, ganz klar, sie können blau von grau unterscheiden und blau von gelb und blau von grün und so weiter und so weiter. Und er konnte nachweisen, dass Bienen ein anderes Sehsystem haben als wir. Sie sehen kein Rot, dafür sehen sie UV, also etwas ins Blaue verschoben, aber sehr wohl können sie Farben sehen. Das ist das eine, was er beantworten konnte. Diese ganzen Antworten konnte er mit Ja beantworten. Die Bienen sehen die Welt farbig in anderen Farben. Sie können die Farben der Blüten unterscheiden. Sie haben auch gewisse Präferenzen für verschiedene Buntheiten. Ihr Farbsystem ist auf die Blütenfarben optimiert. Auch das stimmt. Und sie nutzen die Blütenfarbe als Signale für eine Belohnung. Das hat sich relativ schnell durchgesetzt, 2-3 Jahre, dann war die Fachwelt vollkommen überzeugt, dass das tatsächlich der Fall ist. Und er ging aber noch weiter. Er hat auch in die Völker hineingeguckt, damals die Technik der Beobachtungsvölker, und hat dieses Verhalten beobachtet, was die Imker schon lange kannten. Das sind so komische Schwänzeldinger mit dem Abdomen, da rennen die irgendwo rum und machen irgendwas und dann laufen sie wieder weiter. Und Karl von Frisch hat das beobachtet. Und hat sich gedacht, das ist nicht irgendwie irre oder so etwas. Er hat gesagt, das muss irgendeinen Sinn machen. Und er hat Bienen markiert, die er an den blauen Plättchen trainiert hat und hat sie da beobachtet und hat festgestellt, dass sie mit diesem Tanz die Lage der Futterquelle relativ zur Sonne und zum Volk angeben. Das heißt, diese Biene hier, wenn die hier so schwänzelt, dann schwänzelt die hier, die schwänzelt zu 45 Grad sozusagen nach oben. Das bedeutet, fliege 45 Grad in Richtung Sonne. Und in der Dauer des Tanzes kodiert sich die Entfernung zur Futterstelle. Karl von Frisch, 1927. Das heißt, die Bienen haben einen eingebauten Sonnenkompass, eine eingebaute Uhr, die ihnen sagt, zu jedem Zeitpunkt, wo Nord, West, Süd und Ost ist, und einen eingebauten Entfernungsmesser, der ihnen sagt, ob sie 100 Meter geflogen sind oder 2 Kilometer geflogen sind. Das war natürlich bahnbrechend, und wir nutzen diese Technik heute noch, um moderne Forschung damit zu machen. Zum Beispiel können wir heute Bienen mit Radar, im Radar verfolgen. Und jeder, der
mal gelesen habe, was Radar ist, klar, damit kann man Panzer detektieren, Flugzeuge, irgendwas Metallenes, das geht mit dem Radar, aber Bienen natürlich eigentlich nicht. Aber es gibt eine Methode, die, mit der das geht. Das Einzige ist, die Bienen müssen so einen kleinen Sender hier auf den Rücken kriegen. Das ist eine Mini-Spule. Und wenn diese Spule in ein harmonisches Radar reinfliegt, also in ein stark hochenergetisches Radarfeld, dann gibt diese Spule für einen kurzen Moment ein harmonisches Signal, sendet ein harmonisches Signal aus. Und auf diese Weise kann man die Biene über einen Kilometer Radius verfolgen. Das kann man machen. Nebenbei gesagt, mit der Methode haben Forscher aus Berlin die Karl-von-Frisch-Synthesen bewiesen, vor etwa 10 Jahren. Und wenn man das macht, dann kann man mit denen natürlich die klassischen Experimente nachmachen. Hier ist das Volk, hier ist die Futterstelle und hier ist eine Auflassstelle. Ja, wir Bienen sind trainiert, vom Volk in diese Futterstelle, zu dieser Futterstelle hin und her zu fliegen. Das sind etwa so 200, 300 Meter etwa. Dann fängt man sie hier ab. In dem Moment, wo sie satt sind und Richtung Stock zurückfliegen wollen. Also man fängt sie ab und sie wollen jetzt eigentlich in diese Richtung losfliegen. Aber Forscher sind gemeine, fiese Leute. Sie fangen sie hier ab, sie sperren sie in einer dunklen Kammer und transportieren sie einfach so ein bisschen Richtung Süd. Machen wir mal 500 Meter Richtung Süden. So, was passiert? Ja, wenn man sie jetzt irgendwo ins Auto packt, im Kofferraum und irgendwo hinfährt, dann wissen sie nicht, wo sie sind. Und wenn sie Biene sind, wissen sie auch nicht, dass sie entführt worden sind. Das heißt, sie fliegen auf hier und wenn der Karl von Frisch recht hat, dann sollten die Bienen eigentlich von der Release-Site, von der Auflassstelle in diese Richtung fliegen. Und das machen sie. Und zwar exakt die Entfernung, die sie erwarten, dass das Volk ist. Und dann merken sie, es was falsch, machen ein paar Kreise und fliegen dann korrekt. Ich spare mir jetzt mal, das auf den Menschen zu übertragen. Ich möchte wissen, wie lange Sie brauchen, in einer fremden Stadt sozusagen zu wissen, wo Sie hinwollen, wenn Sie in Richtung Hotel gelaufen sind und dann merken, da ist das Hotel gar nicht. Das schaffen Sie so ohne weiteres nicht. Wir würden wahrscheinlich zurücklaufen, wo wir aufgelassen worden sind und dann versuchen, irgendwie da hinzukommen. Aber wir hätten Schwierigkeiten, die Bienen nicht. Weil die Bienen zwei verschiedene Gedächtnisse einsetzen, nämlich einmal ihren Sonnenkompass. Das ist der Sonnenkompass und die Vektorinformation. Ich muss irgendwo Richtung Nordost fliegen für 200 Meter. Und dann aber schalten sie um auf ein Landkartengedächtnis. Sie merken, sie sind falsch. Sie orientieren sich, wo bin ich denn? Sie sehen ihr Volk von hier aus nicht. Das ist nicht zu sehen. Sie sehen auch die Auflassstelle nicht. Aber sie haben Landmarken, wie zum Beispiel diese Wegmarke hier. Und können dann anhand der Landmarken korrekt navigieren und relativ schnell zum Volk zurückkehren. Das ist also eine ganz tolle Untersuchung. Und wir untersuchen zum Beispiel damit, inwieweit Pflanzenschutzmittel diese Navigationsleistungen beeinträchtigen können. Das ist also moderne Forschung. Und schließlich, und damit bin ich am Ende, weil ich ja auch gesagt habe, die Macht der Gene, um heute so als Modellorganismus der modernen Biologie durchzugehen, brauchen Sie eine Sequenzierung dieses Modellorganismus. Biologie fängt heute meistens an, wenn Sie einen Organismus haben, Sie versuchen erstmal das Genom von dem zu sequenzieren. Das ist also mittlerweile Technik, das sind kommerzielle Anbieter, die sowas im Grunde machen. Und so ist das auch mit der Biene. Das Bienengenom ist 2006 entschlüsselt worden, sodass wir jetzt also Zugang haben zu den gesamten Genen dieses Tieres. Und es war das erste soziale Insekt, was sequenziert worden ist. Früher gab es die Fruchtfliege, dann gab es noch einen Malaria-Erreger, eine Mücke. Und die Biene war sozusagen Nummer 3 oder Nummer 4, das erste soziale Insekt. Und heute kann man diese Informationen natürlich nutzen für molekulare Mechanismen. Ein Beispiel aus der eigenen Gruppe möchte ich Ihnen zeigen. Zum Beispiel kann man mit denen Vaterschaftstest nachweisen. Kennt jeder aus dem Tatort, ne? Wenn Sie DNA vom Täter haben, dann kommt irgendeiner von der Kriminaltechnik, der untersucht es dann und dann nach einem Tag hat man das Ergebnis, der war oder war nicht die DNA von demjenigen, der sozusagen am Tatort gefunden worden ist. Und das kann man natürlich mit Bienen, mit allen Tieren, wenn man die DNA hat, machen. Das ist eine Doktorarbeit von Usman Duku, ein Doktorand aus Nigeria, der bei mir promoviert hat an der Goethe-Universität. Und der hat die Bienen Westafrikas untersucht, Nigeria. Der ist also durch Nigeria gefahren, hat von verschiedenen Plätzen
Proben gesammelt, um sozusagen die Verwandtschaftsbeziehung, die Diversität der westafrikanischen Honigbienen zu untersuchen. Und dann kann man hier, das sind alles Standards, Referenzen hier oben und hier oben, und das sind die, die ihr gesucht hat. Und dann kann man versuchen, die in die Verwandtschaft der Honigbienen einzusortieren. Ganz ähnlich, wie das Darwin gemacht hat, bloß heute mit molekularen Methoden. Und da stehen wir momentan, wenn ich das so nennen darf, im postgenomischen Zeitalter, wo sozusagen die Genomsequenzen im Grunde schon fast keine Informationen mehr für uns enthalten, sondern wo wir inzwischen davon ausgehen, dass die Regulation des Genoms oder der Gene untereinander beziehungsweise die Funktion der Produkte, für die die Gene kodieren, viel interessanter sind als das eigentliche Genom, und wir das Genom im Grunde nur als Werkzeug benutzen für solche Sachen, wie man das aus dem Tatort kennt, bei der Ermittlung von Tätern. Und damit bin ich fast am Ende. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig neugierig machen auf unsere Honigbienen. Wenn Sie also jetzt, das ist hier blühende Weide, ich weiß nicht, ob in Frankfurt die schon durch ist, bei uns im Town, das braucht es noch ein bisschen, aber wenn Sie in Ihren Garten gehen und die blühende Weide sehen und Sie sehen eine solche Biene, dann denken Sie mir an den Sprengel, der sozusagen das gesehen hat, der schon gesehen hat, die müssen da also bestäuben. Nun ist die Weide kein insektenbestäubender Strauch, aber dennoch, die Biene holt sich hier den ersten Pollen des Jahres, den sie braucht für die Aufzucht der Brut, das, was ich Ihnen in dem Video gezeigt habe. Dafür braucht ihr den Pollen, Protein und fettreiche Nahrung, damit es der Brut richtig gut geht. Und dann freuen sie sich an den ersten Frühlingsgästen, die sie in Krokussen, Schneeglöckchen, Weiden, Haselnüssen, Haselnusssträuchern beobachten können. Evolution im Garten, sage ich da auch immer gerne dazu. Ich hoffe weiter, dass ich Ihnen vermitteln konnte, dass Honigbienen eigentlich in mindestens dreierlei Hinsicht enorm wichtig sind, nämlich kulturhistorisch als Träger sozusagen verschiedener Symbolik innerhalb der Kunst, wissenschaftlich natürlich als Modellorganismus für Verhaltensversuche, für Evolution und natürlich auch noch für die Neurobiologie, und ökonomisch letzten Endes eines der wichtigsten Nutztiere, die unser Planet zu bieten hat. Manche Leute sagen, das drittwichtigste Nutztier nach Schwein und Rind. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil man das natürlich ein bisschen schwer auseinanderhalten kann. Damit bin ich am Ende auch meines kunsthistorischen Exkurses. Die Bestäubung von Bienen ist heute leider nicht mehr ganz so gesichert wie zu den Zeiten Sprengels. Wir brauchen dringend unabhängige Forschung, um die Bedrohungen der Honigbiene forschen zu können. Parasiten, landwirtschaftliche Monokulturen, Pflanzenschutzmittel setzen den Bienen zu. Es gibt Gegenden in Deutschland, wo es zu wenig Bienenvölker gibt mittlerweile, um die Bestäubung von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen überhaupt sicherzustellen, sodass sich eine globale Bestäubungsindustrie gebildet hat, die von wenigen Firmen dominiert wird, die Bienen weltweit verschicken, um sozusagen den Bauern sozusagen Mandelblüte oder auch Apfel- und Obsternten dazu verhelfen, überhaupt anständige Erträge, die wirtschaftlich sich rechnen, zu lassen. Und in dem Sinne danke ich natürlich den Mitgliedern der Polytechnischen Gesellschaft für ihre Unterstützung des Instituts für Bienenkunde. Wir sind ein solches unabhängiges Institut. Ich danke natürlich auch der Goethe-Universität als akademische Heimat, wenn Sie so wollen, die diese Forschungen in fantastischer Symbiose, würde ich es mal sagen, zwischen Akademie und Polytechnischer Gesellschaft ermöglicht. Und man dankt dem Vorstand der Polytechnischen Gesellschaft, Herr von Witzlow, Herr Settelde, für Ihre Unterstützung, für Ihre Arbeit für die Bienen und für das Bieneninstitut und für die Sicherung auch unserer langfristigen Forschung. Der Bienenkorb bleibt Symbol der Polytechnischen Gesellschaft von allen Töchtern. Das freut uns natürlich ganz besonders, dass der Bienenkorb hier, das sind wir mit der Biene, in abgewandelter Form für alle Tochterinstitute und für die Mutter, für uns, für die Polytechnische Gesellschaft, als Symbol des Fleißes, aber auch als Symbol des Forscherdranges gelten kann. Und damit bin ich am Ende. Ich schließe mit Sprengel wieder ein Zitat aus seinem zweiten Buch über die Nützlichkeit der Bienenhaltung. Schreibt er: Die Bienen verdienen unsere Achtung weit mehr, weil sie unsere Feld- und Gartenarbeiter sind. Viel mehr, als weil wir sie für unsere Honig- und Wachsfabrikanten halten. Jede Kirsche, jede Pflaume, jede Birne, die wir essen, haben wir den Bienen zu verdanken. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren.
Ja, vielen Dank, Herr Settele, für die sehr freundlichen Einführungsworte. Vielen Dank, Herr Ristani, für die Einladung. Es ist mir natürlich eine ganz besondere Freude, als Leiter einer Tochterinstitution der Polytechnischen Gesellschaft mit diesem Vortrag beizutragen zu den 200-Jahr-Feiern. Und ich habe mir einiges vorgenommen für diese Zeit. Es geht ja darum, von der Aufklärung bis zur Moderne den Bogen zu spannen. Und ich habe es genannt vom Staat der Bienen und der Macht der Gene. Nun, die Beziehung zwischen Menschen und Bienen, ich würde mal sagen, ist so alt wie die Menschheit selber. Die Bienen waren vorher da. Bienen gibt es seit etwa 30 Millionen Jahren. Vor etwa 2,5 Millionen Jahren traten dann auch die Menschen ins Bild. Und seither, würde ich sagen, gibt es eine Beziehung zwischen Bienen und Menschen. Der Bienenkorb als Logo der Polytechnischen Gesellschaft drückt im Grunde schon eine Faszination aus, die die Bienen haben, nämlich sie, das wissen Sie alle, sie produzieren Honig. Den möchten wir gerne und lange, lange Zeit war das auch das Symbol sozusagen des Bienen, des Bienenwabens. Das Süße, die Bienen brachten den Menschen, als es noch keinen Zucker gab, noch kein Zuckerrohr, noch keine Zuckerrüben, noch keinen raffinierten Zucker, die einzige Süßigkeit auf den Speiseplan und entsprechend begehrt waren sie. Aber, und das sieht man hier zum Beispiel an dieser Höhlenmalerei aus der mittleren Steinzeit, natürlich auch gleichzeitig gefürchtet wegen ihres Stachels. Also es war schon besonderen Personen vorbehalten, in solche Felsschluchten hinaufzuklettern oder auf 20 Meter hohe Bäume. Irgendwo damals in Afrika, das ist jetzt Spanien, aber damals sah die Welt natürlich noch sehr anders aus, da hochzuklettern und praktisch unter Lebensgefahr den Honig zu rauben. Gleichzeitig aber sind Bienen in der Lage, aus sich heraus Wachs zu produzieren und ihre Wohnungen gleichsam aus ihrem eigenen Körper herauszuschwitzen und zu bauen. Und das ist natürlich gleichzeitig eine faszinierende Welt, die insbesondere in der Symbolkraft des Mittelalters große Entfaltung hatte. Die Biene mit ihren wachsschwitzenden Drüsen galt im Grunde genommen als ein Symbol für die jungfräuliche Zeugung und die jungfräuliche Geburt von Jesus Christus, weil die Biene sozusagen als jungfräuliches Wesen das Wachs schmelzen kann und gleichzeitig durch die Süße ihrer Produktion die Fruchtbringende oder ein Symbol der Fruchtbringende war. Und entsprechend häufig findet man Bienenkörbe oder Darstellungen von Bienen gleichermaßen als Bild Marias in vielen mittelalterlichen oder Bildnissen aus der Renaissance, wie hier zum Beispiel dem Stuppacher, der Stuppacher Madonna von Matthias Grünewald, mit dem ich leider weder verwandt noch verschwägert noch in irgendeiner anderen Weise verwandt bin. Das war also sozusagen das Bild der Bienen in der Renaissance. Barock, es geht weiter. Im Grunde sind die Bienen als Wesen, die Nahrung bringen, Mittler zwischen dem Himmel, als fliegende Wesen, zwischen den Engeln und den Menschen. Und entsprechend werden sie hier dargestellt in diesem spätbarocken Darstellen eines Deckenfreskos aus Rom. Und so blieb das auch eine ganze Weile. An dieser Stelle möchte ich der Frau Dr. Sander danken, eines Mitglieds unseres Vorstandes und gleichermaßen Museums Giersch, die mir geholfen hat, einige dieser kunsthistorischen Dokumente zusammenzustellen, weil ich als Naturwissenschaftler natürlich nicht so ganz weiß, was man da suchen kann. Aber das hier eine Bezeichnung aus dem Barock. Nun, die Bienen gelten als Zeichen Gottes Schöpfung, wie die gesamte Forschung im Grunde genommen die Renaissance bis in die Aufklärung dominiert hat, als Forschung sozusagen der Schöpfung Gottes oder des Wirken Gottes in der Natur. Und so muss man das verstehen als Sinnbild der Naturtheologie, die Anpassung der Organismen, die man damals schon sehr, sehr gut verstanden hat. Man wusste, alle Tiere, alle Pflanzen erfüllen eine gewisse Rolle, sind angepasst an diese Welt und man hat darin einen göttlichen Plan gesehen. Man sah sozusagen das Wirken Gottes in der wunderbaren, belebten Welt, die man damals erfuhr oder erlitt. Die Gesetze Newtons und Galileis, die natürlich längst bekannt waren im 17. Jahrhundert,
hatten im Grunde überhaupt keine Auswirkungen auf die belebte Natur. Diese belebte Natur gehorchte nicht den Gesetzen der Physik. Sie gehorchte nicht den Gesetzen sozusagen der modernen Naturwissenschaft. Und das blieb bis in die späte Aufklärung im Grunde so. Die Menschen haben die Mannigfaltigkeit der Biologie, die damals noch nicht so hieß, der belebten Natur im Grunde genommen als Zeichen Gottes verstanden, der Bewunderung. Und jetzt springen wir aber mal, Barock ist ja gar nicht mein Thema, wir springen jetzt mal doch mal 150 Jahre in die Zukunft und irgendwo in dieser Aufklärung ändert sich die Symbolkraft der Biene. Sie geht weg von dem göttlichen Wesen und der Fleiß der Biene, der sprichwörtliche Fleiß der Biene, tritt jetzt in den Vordergrund. Und daher, Herr Stani, tritt auch das Wort vom flüssigen Gold in die Runde. Das ist der Honig sozusagen, das flüssige Gold. Das sieht ein bisschen so ähnlich aus. Wir am Institut für Bienenkunde produzieren so etwa 1 bis 1,5 Tonnen von diesem flüssigen Gold. Leider aber nicht ganz so wertvoll auf den internationalen Märkten wie das Gold, was hier in der Sparkasse beschützt wird. Nun, hier ist die Biene als Symbol des Fleißes. Und wenn man sich die Literatur damals so ausgehend des 18. Jahrhunderts, Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts durchliest, dann kommt auch heraus, wie eigentlich damals so gedacht wurde. Und ich möchte im ersten Teil meines Vortrags auf einen ganz bedeutenden Forscher, zumindest für uns Biologen, kommen, dessen Name Christian Konrad Sprengel war, geboren 1750. Und ich möchte an dieser Stelle mal fragen, wer kennt Christian Konrad Sprengel? Eine Meldung in dem ganzen Saal. Eben habe ich gesagt, das ist einer der berühmtesten Biologen, Botaniker des 18. Jahrhunderts. Keiner kennt ihn. Ich komme gleich darauf. Warum? Aber schauen wir trotzdem noch mal einmal in diese Zeit der frühen Aufklärung. Und es gibt eine wunderbare Fabel von Gellert, die im Grunde diese Idee damals, die damals in aller Munde war, ganz poetisch umschreibt. Und zwar die Fabel von der Henne und der Biene. Und die Henne, wie sie halt ist, meckert die Biene an und sagt, was machst du nur? Du sitzt den ganzen Tag auf der Blüte und du kommst überhaupt nur raus, wenn es schön warm ist. Dann sitzt du da, wenn es dich langweilt, trinkst du etwas Nektar und fliegst auf die nächste Biene und sitzt dann wieder da. Schau mich an, ich lege Eier, ich produziere etwas, was den Menschen wohltut. Die Biene lässt das natürlich nicht auf sich sitzen und sie entgegnet, ich zitiere jetzt mal den Gellert, oh, rief die Biene, spotte nicht. Du denkst, weil ich bei meiner Pflicht, nicht so wie du bei einem Ei, aus vollem Halse 10-mal schreie, so denkst du, wäre ich ohne Fleiß. Der Bienenstock sei mein Beweis, wer Kunst und Arbeit besser kenne, ich oder eine träge Henne. Denn wenn wir auf den Blumen liegen, sind wir nicht auf uns bedacht. Wir sammeln Saft, der Honig macht, um fremde Zungen zu vergnügen. Das ist natürlich gedichtet, das ist natürlich eine Fabel, zeigt aber trotzdem das Denken der damaligen Welt aus, die im Grunde gesagt hat, immer noch sozusagen die Bienen sind zum Beglücken des Menschen da. Die Blütenfarben dienen sozusagen der Prachtentfaltung Gottes und dienen sozusagen der Erbauung des Menschen im Angesicht der Schöpfung. Sprengel, wie gesagt, 1750 geboren, war noch stark in dieser naturtheologischen Denkwelt verhaftet. Er hat Theologie studiert, das hörte sich damals so, wenn man das werden wollte, und wurde dann aber nicht Pfarrer, sondern Rektor an einer Schule in Spandau, sowas ähnliches wie ein Gymnasium. Das ist dann Spandau, ist ein Ort in der Nähe von Berlin. Dort fing er auch an mit seinen botanischen Studien. Er ist also tatsächlich durch die Mark Brandenburg gegangen, oder vor den Toren Berlins und hat Pflanzen beobachtet und hat geguckt, was da eigentlich los ist. Und es kamen immer mehr Zweifel, dass das mit den Blüten und der Pracht und den Blumen so ganz nur für den Menschen sein sollte. Also er war ein Vernunftsmensch, wenn man so will. Und dann hat er beobachtet und hat im Grunde praktisch fast die gesamten gängigen Lehrmeinungen der damaligen Experten auf den Kopf gestellt. Also hier mal drei Beispiele. Gängige Lehrmeinung war, Blütenpflanzen befruchten sich selber. Sprengel sagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Sie versuchen genau das zu verhindern, sich selber zu befruchten. Insekten stattdessen vermitteln die Fremdbestäubung, indem sie den Pollen von einer Pflanze auf die nächste transportieren. Oder der Nektar dient der Befruchtung.
Das war ja klar, da unten ist der Nektar drin, das wussten die Menschen damals schon sehr lange. Und sie dachten, der Nektar ist so eine Art Vorform der Befruchtung, das Ganze feucht zu halten, damit die Blüte sich selber befruchtet. Sprengel sagt, das stimmt überhaupt nicht. Blütenpflanzen produzieren den Nektar nur, um Insekten anzulocken. Das hat überhaupt nichts mit der Befruchtung zu tun. Und schließlich, das Farbenkleid und der Duft der Bienen, der Duft der Blumen dienen der Erbauung des Menschen an der Schöpfung. Sprengel sagt, Unsinn, das stimmt überhaupt nicht. Die auffälligen Farben und die Düfte der Blüten dienen lediglich dem einen Zweck, dass Insekten sie erkennen können und ihnen den Weg zu den Nektarien weisen, also in den Weg sozusagen zu den Nektarquellen weisen. Und das alles zu dem Zweck, die Blüten zu befruchten. Also, er hatte recht. In jeder seiner winzigen Detailbeobachtungen hatte Sprengel komplett recht. Und warum aber kennen wir ihn heute nicht mehr? Wir kennen viele Dichter, Naturforscher aus der Zeit. Nun, Sprengels Buch erschien 1793, also in der Hochzeit der Aufklärung. Eigentlich hätte man sagen müssen, das muss ja ein Knaller gewesen sein. Aber er hatte zwei Probleme. Das eine Problem war, er war seiner Zeit mit dem Buch mindestens ein halbes Jahrhundert voraus. Damals war das überhaupt nicht Lehrmeinung. Alle gängigen Experten, alle Koryphäen waren gegen ihn. Und er war am falschen Ort. Berlin spielte damals wissenschaftstechnisch überhaupt keine Rolle. Es war nicht mal auf der Karte der Wissenschaftsstandorte verzeichnet. Paris war sozusagen das, was man heute Exzellenzuniversitäten nannte. Wenn man nicht aus Paris kam, hatte man eigentlich im Grunde gar keine echte Chance. Preußen 1793 war wissenschaftliche Dürre. Das heißt, es war schlecht für seine Karriere. 1994 verlor er seinen Posten aus dem Grunde, weil keiner glaubte. Sein Werk blieb 65 Jahre lang komplett unbeachtet und keiner hat sich darum gekümmert. Aber warum? Warum eigentlich nicht? Nun, an dieser Stelle muss ich leider der Wahrheit willen gestehen, dass er das Pech hatte, dass er Zeitgenosse eines weitaus berühmteren Naturforschers war, der sozusagen Ehrenpräsident der Polytechnischen Gesellschaft gewesen ist, Namensgeber unserer Universität. Und Sie ahnen das schon, Goethe. Goethe hat vor Erscheinen des Sprengelschen Buchs das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen. Goethe hat mit Wind davon bekommen, dass da ein Sprengel ist, der etwas ganz Neues sozusagen auf den Weg bringen will. Und das passte ihm nicht. Er wollte gerne seine Metamorphose der Pflanzen früher rausbringen. Und das ist ihm gelungen. 1790 erschien von Johann Wolfgang Goethe die Metamorphose der Pflanzen, indem er sozusagen den Versuch unternimmt, die Befruchtung der Pflanzen und die Metamorphose, also die Wandlung von der Blüte in die Frucht sozusagen anhand seiner eigenen Beobachtungen zu schildern. Und Goethe war, man muss das leider sagen, ein extrem mächtiger Widersacher Sprengels. Er hat praktisch die Gedankenwelt Sprengels total verworfen, weil sie ihn überhaupt nicht in sein Gedankengebäude passte. Ich kann das mal hier lesen. Er warf Sprengel vor, der Natur einen menschlichen Verstand beizumessen, einen Zweck. Das hat ihm nicht gepasst. Goethe schreibt im Februar 84 an August Bartsch, einen damals bekannten Botaniker, Berater Goethe, Ordinarius an der Universität von Jena, und schreibt, dass sie, wie wohl mit geziemender Gelindigkeit der sprengelischen Vorstellungsart, ihren Beifall versagt, war mir sehr angenehm. Nach meiner Meinung erklärt sie eigentlich nichts. Sie legt nur der Natur einen menschlichen Verstand unter und lässt diese erhabene Mutter lebendige Wesen auf eben die Art hervorbringen, wie wir Flinten fabrizieren, Kugeln gießen und Pulver bereiten, um endlich einen Schuss zu erwecken. Und dann ein Stückchen weiter, wie können wir die Teile eines organisierten Wesens und ihre Wirkungen entwickeln und begreifen, wenn wir es nicht als ein durch sich und um seiner selbst willen bestehendes Ganzes beobachten. Das ist Polemik pur, das hat überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun, es passte einfach nicht. Und die goethischen Ideen passten natürlich viel besser in die damalige Welt und er hatte mächtige Bundesgenossen, die sozusagen den Pflanzen jede Fremdbestäubung absprachen und sich sozusagen ihn überlächerlich machten über das, was der Sprengel da gesagt hat. Sie wollten nicht das Erhabene der Blüte in die Welt der Nutzbarkeit herabziehen.
Nun, der Rest ist Geschichte. Sprengel gilt heute als Begründer der Blütenökologen. Jeder Botaniker kennt ihn, jeder Bienenforscher kennt ihn natürlich. Goethes naturforschende Schriften, auch die haben allenfalls noch literarische Bedeutung, obwohl er selber der Meinung war, er wird durch die Naturforschung berühmt werden oder berühmt bleiben. Sprengels Beobachtungen sind längst Allgemeingut geworden. Er hatte selbst in den Details seiner Beobachtungen recht weit, weit vor den Theorien Darwins, hat er schon gesagt, dass die Bestäubungsleistung der Biene den Wert aller anderen Bienenprodukte um ein Vielfaches übersteigt. Und er hat sogar schon geschlussfolgert, dass die Farben der Blüten an die Wahrnehmung der Bienen angepasst sein muss, obwohl er das noch gar nicht richtig begründen konnte. Nun, hier sieht man das zum Beispiel, das ist jetzt hier Neuzeit, das ist eine Erdbeere, die sozusagen unter freien Natur mit Bestäubung durch Bienen gedeiht. Das ist eine Erdbeere, die sozusagen nur durch Selbstbestäubung entsteht und das ist eine Erdbeere, die durch Windbestäubung entsteht. Man sieht, es gibt Früchte ohne Bienen, aber sozusagen dafür würden sie wahrscheinlich nicht sehr viel Geld ausgeben, wenn Sie es wollen. Das heißt, die Bestäubungsleistung von den Honigbienen ist um ein Vielfaches höher als sämtliche Honigerträge. Über 70% aller Nutzpflanzen der Welt werden durch Insekten bestäubt und der Wert der Bestäubung durch die Honigbienen wird auf etwa 153 Milliarden Euro pro Jahr weltweit berechnet. Das heißt, ein enormer wirtschaftlicher Faktor für den Bienen. Nun, wir stehen auch natürlich in der Tradition der Naturforschung. Was Sprengel noch nicht wusste, ist, dass die Bienen den Blüten treu bleiben. Sie kehren immer wieder zu denselben Blüten zurück. Und das machen sie, weil sie den Duft gelernt haben, als einen Duft, der Belohnung anzeigt. Und dieses Verhalten machen wir uns in Oberursel zunutze, um sozusagen Blüte zu spielen. Wir bieten also eine Belohnung und einen Duft und dann trainieren wir das und dann lernen die Bienen diesen Duft als Belohnungsanzeiger kennen. Und wir untersuchen anschließend im Gehirn der Honigbiene, hier in einer dreidimensionalen Darstellung, welche Prozesse bei diesem Duftlernen eine Rolle spielen. Ich bin mir sicher, dem Sprengel hätte das gefallen, wenn man seine Theorien sozusagen schon auf der neuronalen Ebene dann hätte erklären können. Nun, ich habe gesagt, 65 Jahre blieb der Sprengel in der Schublade, keiner kümmerte sich um ihn, er war komplett vergessen in der Wissenschaftswelt, nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt bis sozusagen 1859. Und das Datum kann man ganz gut begründen, weil das hier, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen, das ist also Plymouth und das ist die HMS Beagle. Die Beagle ist bekannt, Beagle ist das Schiff, mit dem Darwin sozusagen in See stach. Darwin, gerade mal 22 Jahre, ebenfalls Theologiestudent, gerade fertig, hatte überhaupt noch keine Ahnung von Botanik oder Zoologie, war aber ein gelehrter Mann seinerzeit schon und der Kapitän dieser Beagle für die Weltumsegel suchte einen Naturforscher und der kam auf Darwin. Darwin fuhr mit. 1831 legte die Beagle ab von Plymouth, war 8 Jahre auf den Weltmeeren unterwegs und Darwin an Bord und Darwin hat sozusagen da auf diesem Schiff seine Evolutionstheorie letzten Endes begründet. Dann hat er 20 Jahre gebraucht und dann hat er sie publiziert, nach 1895 On the Origin of Species, 65 Jahre nach dem Erscheinen von Sprengels Buch. Und für Darwin hatten die Bienen eine zentrale Bedeutung in seiner Theorie. Denkt man gar nicht. Man denkt an Dinosaurier oder irgendwelche Galapagos-Finken. Das ist auch alles richtig. Aber er hat natürlich die Bienen beobachtet. Und für ihn waren sozusagen die Bienen einen wichtigen Platz, weil er zum einen sofort erkannte, dass die Blüten und die Bienen perfekt aneinander angepasst sind. Das kann kein Zufall sein, dass die Bienen genau diese Blüten besuchten. Und in irgendeiner Art und Weise, wenn niemand weiß genau wie, hat er das Buch von Sprengel in die Hand gekriegt und hat es gelesen, hat sofort erkannt die Sprengkraft dieser Gedankenwelt von dem Sprengel, die im Grunde genau in sein Gedankengebäude hineinpassten und das genau natürlich ganz klar erkannt hat. Er hat die Bienen weiterhin beobachtet, hat selber Experimente zu Bienen gemacht. Und ihn faszinierte besonders der Wabenbau. Ihn faszinierte diese perfekte mathematische Exaktheit, dieses Sechseckes. Und er hat mit Mathematikern zusammengesessen und die haben dann zu ihm gesagt, also Sechseck ist die beste, dichteste Packung bei gleichzeitig geringstem Materialverbrauch. Und Darwin schreibt, das kann unmöglich Zufall sein.
Das ist sozusagen ein Prozess der Evolution. Und er schreibt hier jetzt mal in Englisch aus dem Original On the Origin of Species in Kapitel 7. Der hat ein ganzes Kapitel fast über die Biene geschrieben. Und sagt, er glaubt, dass diese wunderbarste aller Insekten, aller bekannten Instinkte, Darwin, ist die der Honigbiene, durch langsame Veränderungen, die mehr und mehr perfekt die Bienen dahin leitet, eine Wabe zu kreieren aus gleichen Sphären, also aus gleichen Kugeln, die sozusagen noch Seite an Seite aneinander passen. Ein langer Prozess der natürlichen Selektion. Und er schreibt weiter, man muss schon stumpfen Sinnes sein, wenn man nicht die Struktur oder den Aufbau einer Wabe ohne enthusiastische Bewunderung betrachten kann. Darwin. Das war sozusagen der für die Bienen im Grunde der Durchbruch. Und diese Bewunderung kann ich Ihnen auch aus eigener Forschung nochmal zeigen. Das ist nämlich sozusagen jetzt 2016 ein Blick in eine solche Wabe. Und das Video, was ich Ihnen gleich zeige, ist aufgenommen worden von Paul Siever, der mit Infrarotkameras in das Innere eines Bienenvolkes guckt, während die Bienen drauf sind, ohne Bienen zu stören. Das ist also ein Längsschnitt durch eine solche Zelle. Hier ist eine Wabe, hier ist eine Zelle, eine zweite Zelle, eine dritte Zelle. Und dieses Video, das geht über mehrere Monate kontinuierlich. Hier habe ich jetzt 21 Tage rausgezoomt und der Paul hat mir das in Zeitraffer zusammengeschrieben. Das müsste noch weg. Das heißt, es beginnt am 24. Juni und beendet 21 Tage später mit dem Schlupf der Biene. Wir sehen als erstes die Königin vorbeikommen. Das ist sie. Sie legt ein Ei in die Wabe hinein und dann verschwindet sie wieder und bestiftet ein anderes Ei. So, jetzt geht das ein bisschen schneller, damit man das sieht. Das Ei entwickelt sich langsam zum Embryo. Die Bienen schauen immer wieder nach, was passiert. 3 Tage sind vorbei. Nach 3 Tagen beginnt aus dem Ei die Larve zu schlüpfen. Das erste Larvenstadium schlüpft. Hier ist eine weitere Larve und dann passiert ist im Grunde, sie wächst, sie frisst, sie wird dicker und entwickelt sich, sie bewegt sich. Etwas später wird ein Deckel auf die Zelle gemacht. Sie dreht sich in die richtige Lage, sie nimmt jetzt keine Nahrung mehr zu sich. Ja, das ist also 2 Stunden pro Sekunde, das ist also ordentlicher Zeitraffer. Ja, also man denkt es gar nicht, man sieht es von außen, sieht man es nicht. Ja, jetzt wird langsam ruhiger, Und jetzt beginnt eigentlich das Wunderbarste, was die Natur zu bieten hat, nämlich die Umwandlung von der Larve in die Puppe. Aufgepasst. Das ist jetzt von hinten nach vorne wellenförmig. Wir sehen hier schon die Füße, die Köpfe, der Kopf. Langsam entsteht der erwachsene Phänotyp. So, hat sie sich vollständig gehäutet und ist zur Puppe geworden. Und dann ist sie ruhig. Die Muskeln funktionieren nicht mehr. Der ganze Körper innen drin wird komplett umgestaltet. Dann wird sie dunkel, der Panzer härtet aus, die Muskeln funktionieren, fängt an zu zittern, sie möchte raus, es wird ihr zu eng und sie beginnt den Wachsdeckel abzuknabbern. Von außen helfen ihr einige Bienen dabei. 14. Juli, das dauert noch ein paar Stunden, aber am 15. Juli schlüpft die neue Biene, die junge Biene, aus der Zelle. Das ist Endprodukt einer 330 Milliarden Jahre alten Evolution. Okay, das ist der Darwin. Der Darwin hat sozusagen den Sprengel jetzt in unsere Zeit gerettet. Nun, es blieb noch ein weiteres Problem.
Die Blüten blühen irgendwo auf dem Feld. Die Bienenvölker stehen irgendwo beim Imker oder sie sitzen irgendwo in hohlen Bäumen. Wie findet die Biene zur Blüte? Sprengel hat gesagt, naja, die Blüten duften. Das stimmt natürlich auch, jeder weiß es. Die Bienen sehen die Blüten sozusagen und sehen sie da irgendwo stehen. Aber sie müssen natürlich mehrere Kilometer zu den Blüten, fliegen. Wie machen sie das? Nun, das Problem, was die Leute hatten, mit der Aussage von Sprengel, dass die Blumenfarben bis ins Einzelne für die Augen der Blütengäste geschaffen sind, 1793, war für die damalige Welt so ab dahin eigentlich nicht zu begreifen. Denn Insekten, wie alle Wirbellosen, galten als farbenblind. Man sprach allen Insekten und allen wirbellosen Tieren, Oktopus, was immer es da gibt, die Farbsehsysteme ab. Nur Wirbeltiere, höhere Wirbeltiere, oberhalb der Fische können Farben sehen. So war die damalige gängige Lehrmeinung. Und es brauchte wieder einen Forscher, der genug sozusagen Unabhängigkeit hatte, da sozusagen die Fachwelt aufzumischen. Dieser Zoologe aus Wien wies 1912 nach, dass sowohl Fische als auch Bienen Farben sehen können. Das ist er, im höheren Alter Karl von Frisch, anlässlich eines Besuches am Institut für Bienenkunde in Oberursel, damals schon natürlich ein berühmter Mann mit Nobelpreis. Karl von Frisch wies nach, dass die Bienen Farben sehen können. Und er nutzte dazu ganz einfache Experimente, auf die muss man aber erstmal kommen. Was er machte ist, er hatte hier eine Platte mit verschiedenfarbigen Plättchen, in dem Fall jetzt mal blau, und da ging daneben gleich dunkle oder gleich helle graue Plättchen. Und er trainierte die Bienen auf ein blaues Quadrat, sodass sie ihm hier Belohnung anbot und bei allen anderen nicht. Dann hat er die Plättchen vertauscht, ohne die Farben zu ändern, und hat dann gezählt, wie viele fliegen auf die blauen Quadrate, wie viele fliegen auf die grauen Quadrate. Und siehe da, ganz klar, sie können blau von grau unterscheiden und blau von gelb und blau von grün und so weiter und so weiter. Und er konnte nachweisen, dass Bienen ein anderes Sehsystem haben als wir. Sie sehen kein Rot, dafür sehen sie UV, also etwas ins Blaue verschoben, aber sehr wohl können sie Farben sehen. Das ist das eine, was er beantworten konnte. Diese ganzen Antworten konnte er mit Ja beantworten. Die Bienen sehen die Welt farbig in anderen Farben. Sie können die Farben der Blüten unterscheiden. Sie haben auch gewisse Präferenzen für verschiedene Buntheiten. Ihr Farbsystem ist auf die Blütenfarben optimiert. Auch das stimmt. Und sie nutzen die Blütenfarbe als Signale für eine Belohnung. Das hat sich relativ schnell durchgesetzt, 2-3 Jahre, dann war die Fachwelt vollkommen überzeugt, dass das tatsächlich der Fall ist. Und er ging aber noch weiter. Er hat auch in die Völker hineingeguckt, damals die Technik der Beobachtungsvölker, und hat dieses Verhalten beobachtet, was die Imker schon lange kannten. Das sind so komische Schwänzeldinger mit dem Abdomen, da rennen die irgendwo rum und machen irgendwas und dann laufen sie wieder weiter. Und Karl von Frisch hat das beobachtet. Und hat sich gedacht, das ist nicht irgendwie irre oder so etwas. Er hat gesagt, das muss irgendeinen Sinn machen. Und er hat Bienen markiert, die er an den blauen Plättchen trainiert hat und hat sie da beobachtet und hat festgestellt, dass sie mit diesem Tanz die Lage der Futterquelle relativ zur Sonne und zum Volk angeben. Das heißt, diese Biene hier, wenn die hier so schwänzelt, dann schwänzelt die hier, die schwänzelt zu 45 Grad sozusagen nach oben. Das bedeutet, fliege 45 Grad in Richtung Sonne. Und in der Dauer des Tanzes kodiert sich die Entfernung zur Futterstelle. Karl von Frisch, 1927. Das heißt, die Bienen haben einen eingebauten Sonnenkompass, eine eingebaute Uhr, die ihnen sagt, zu jedem Zeitpunkt, wo Nord, West, Süd und Ost ist, und einen eingebauten Entfernungsmesser, der ihnen sagt, ob sie 100 Meter geflogen sind oder 2 Kilometer geflogen sind. Das war natürlich bahnbrechend, und wir nutzen diese Technik heute noch, um moderne Forschung damit zu machen. Zum Beispiel können wir heute Bienen mit Radar, im Radar verfolgen. Und jeder, der
mal gelesen habe, was Radar ist, klar, damit kann man Panzer detektieren, Flugzeuge, irgendwas Metallenes, das geht mit dem Radar, aber Bienen natürlich eigentlich nicht. Aber es gibt eine Methode, die, mit der das geht. Das Einzige ist, die Bienen müssen so einen kleinen Sender hier auf den Rücken kriegen. Das ist eine Mini-Spule. Und wenn diese Spule in ein harmonisches Radar reinfliegt, also in ein stark hochenergetisches Radarfeld, dann gibt diese Spule für einen kurzen Moment ein harmonisches Signal, sendet ein harmonisches Signal aus. Und auf diese Weise kann man die Biene über einen Kilometer Radius verfolgen. Das kann man machen. Nebenbei gesagt, mit der Methode haben Forscher aus Berlin die Karl-von-Frisch-Synthesen bewiesen, vor etwa 10 Jahren. Und wenn man das macht, dann kann man mit denen natürlich die klassischen Experimente nachmachen. Hier ist das Volk, hier ist die Futterstelle und hier ist eine Auflassstelle. Ja, wir Bienen sind trainiert, vom Volk in diese Futterstelle, zu dieser Futterstelle hin und her zu fliegen. Das sind etwa so 200, 300 Meter etwa. Dann fängt man sie hier ab. In dem Moment, wo sie satt sind und Richtung Stock zurückfliegen wollen. Also man fängt sie ab und sie wollen jetzt eigentlich in diese Richtung losfliegen. Aber Forscher sind gemeine, fiese Leute. Sie fangen sie hier ab, sie sperren sie in einer dunklen Kammer und transportieren sie einfach so ein bisschen Richtung Süd. Machen wir mal 500 Meter Richtung Süden. So, was passiert? Ja, wenn man sie jetzt irgendwo ins Auto packt, im Kofferraum und irgendwo hinfährt, dann wissen sie nicht, wo sie sind. Und wenn sie Biene sind, wissen sie auch nicht, dass sie entführt worden sind. Das heißt, sie fliegen auf hier und wenn der Karl von Frisch recht hat, dann sollten die Bienen eigentlich von der Release-Site, von der Auflassstelle in diese Richtung fliegen. Und das machen sie. Und zwar exakt die Entfernung, die sie erwarten, dass das Volk ist. Und dann merken sie, es was falsch, machen ein paar Kreise und fliegen dann korrekt. Ich spare mir jetzt mal, das auf den Menschen zu übertragen. Ich möchte wissen, wie lange Sie brauchen, in einer fremden Stadt sozusagen zu wissen, wo Sie hinwollen, wenn Sie in Richtung Hotel gelaufen sind und dann merken, da ist das Hotel gar nicht. Das schaffen Sie so ohne weiteres nicht. Wir würden wahrscheinlich zurücklaufen, wo wir aufgelassen worden sind und dann versuchen, irgendwie da hinzukommen. Aber wir hätten Schwierigkeiten, die Bienen nicht. Weil die Bienen zwei verschiedene Gedächtnisse einsetzen, nämlich einmal ihren Sonnenkompass. Das ist der Sonnenkompass und die Vektorinformation. Ich muss irgendwo Richtung Nordost fliegen für 200 Meter. Und dann aber schalten sie um auf ein Landkartengedächtnis. Sie merken, sie sind falsch. Sie orientieren sich, wo bin ich denn? Sie sehen ihr Volk von hier aus nicht. Das ist nicht zu sehen. Sie sehen auch die Auflassstelle nicht. Aber sie haben Landmarken, wie zum Beispiel diese Wegmarke hier. Und können dann anhand der Landmarken korrekt navigieren und relativ schnell zum Volk zurückkehren. Das ist also eine ganz tolle Untersuchung. Und wir untersuchen zum Beispiel damit, inwieweit Pflanzenschutzmittel diese Navigationsleistungen beeinträchtigen können. Das ist also moderne Forschung. Und schließlich, und damit bin ich am Ende, weil ich ja auch gesagt habe, die Macht der Gene, um heute so als Modellorganismus der modernen Biologie durchzugehen, brauchen Sie eine Sequenzierung dieses Modellorganismus. Biologie fängt heute meistens an, wenn Sie einen Organismus haben, Sie versuchen erstmal das Genom von dem zu sequenzieren. Das ist also mittlerweile Technik, das sind kommerzielle Anbieter, die sowas im Grunde machen. Und so ist das auch mit der Biene. Das Bienengenom ist 2006 entschlüsselt worden, sodass wir jetzt also Zugang haben zu den gesamten Genen dieses Tieres. Und es war das erste soziale Insekt, was sequenziert worden ist. Früher gab es die Fruchtfliege, dann gab es noch einen Malaria-Erreger, eine Mücke. Und die Biene war sozusagen Nummer 3 oder Nummer 4, das erste soziale Insekt. Und heute kann man diese Informationen natürlich nutzen für molekulare Mechanismen. Ein Beispiel aus der eigenen Gruppe möchte ich Ihnen zeigen. Zum Beispiel kann man mit denen Vaterschaftstest nachweisen. Kennt jeder aus dem Tatort, ne? Wenn Sie DNA vom Täter haben, dann kommt irgendeiner von der Kriminaltechnik, der untersucht es dann und dann nach einem Tag hat man das Ergebnis, der war oder war nicht die DNA von demjenigen, der sozusagen am Tatort gefunden worden ist. Und das kann man natürlich mit Bienen, mit allen Tieren, wenn man die DNA hat, machen. Das ist eine Doktorarbeit von Usman Duku, ein Doktorand aus Nigeria, der bei mir promoviert hat an der Goethe-Universität. Und der hat die Bienen Westafrikas untersucht, Nigeria. Der ist also durch Nigeria gefahren, hat von verschiedenen Plätzen
Proben gesammelt, um sozusagen die Verwandtschaftsbeziehung, die Diversität der westafrikanischen Honigbienen zu untersuchen. Und dann kann man hier, das sind alles Standards, Referenzen hier oben und hier oben, und das sind die, die er gesucht hat. Und dann kann man versuchen, die in die Verwandtschaft der Honigbienen einzusortieren. Ganz ähnlich, wie das Darwin gemacht hat, bloß heute mit molekularen Methoden. Und da stehen wir momentan, wenn ich das so nennen darf, im postgenomischen Zeitalter, wo sozusagen die Genomsequenzen im Grunde schon fast keine Informationen mehr für uns enthalten, sondern wo wir inzwischen davon ausgehen, dass die Regulation des Genoms oder der Gene untereinander beziehungsweise die Funktion der Produkte, für die die Gene kodieren, viel interessanter sind als das eigentliche Genom, und wir das Genom im Grunde nur als Werkzeug benutzen für solche Sachen, wie man es aus dem Tatort kennt, bei der Ermittlung von Tätern. Und damit bin ich fast am Ende. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig neugierig machen auf unsere Honigbienen. Wenn Sie also jetzt, das ist hier blühende Weide, ich weiß nicht, ob in Frankfurt die schon durch ist, bei uns im Town, das braucht es noch ein bisschen, aber wenn Sie in Ihren Garten gehen und die blühende Weide sehen und Sie sehen eine solche Biene, dann denken Sie mir an den Sprengel, der sozusagen das gesehen hat, der schon gesehen hat, die müssen da also bestäuben. Nun ist die Weide kein insektenbestäubender Strauch, aber dennoch, die Biene holt sich hier den ersten Pollen des Jahres, den sie braucht für die Aufzucht der Brut. Das, was ich Ihnen in dem Video gezeigt habe, dafür braucht ihr den Pollen, Protein und fettreiche Nahrung, damit es der Brut richtig gut geht. Und dann freuen sie sich an den ersten Frühlingsgästen, die sie in Krokussen, Schneeglöckchen, Weiden, Haselnüssen, Haselnusssträuchern beobachten können. Evolution im Garten, sage ich da auch immer gerne dazu. Ich hoffe weiter, dass ich Ihnen vermitteln konnte, dass Honigbienen eigentlich in mindestens dreierlei Hinsicht enorm wichtig sind, nämlich kulturhistorisch als Träger sozusagen verschiedener Symbolik innerhalb der Kunst, wissenschaftlich natürlich als Modellorganismus für Verhaltensversuche, für Evolution und natürlich auch noch für die Neurobiologie, und ökonomisch letzten Endes eines der wichtigsten Nutztiere, die unser Planet zu bieten hat. Manche Leute sagen, das drittwichtigste Nutztier nach Schwein und Rind. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil man das natürlich ein bisschen schwer auseinanderhalten kann. Damit bin ich am Ende auch meines kunsthistorischen Exkurses. Die Bestäubung von Bienen ist heute leider nicht mehr ganz so gesichert wie zu den Zeiten Sprengels. Wir brauchen dringend unabhängige Forschung, um die Bedrohungen der Honigbiene forschen zu können. Parasiten, landwirtschaftliche Monokulturen, Pflanzenschutzmittel setzen den Bienen zu. Es gibt Gegenden in Deutschland, wo es zu wenig Bienenvölker gibt mittlerweile, um die Bestäubung von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen überhaupt sicherzustellen, sodass sich eine globale Bestäubungsindustrie gebildet hat, die von wenigen Firmen dominiert wird, die Bienen weltweit verschicken, um sozusagen den Bauern sozusagen Mandelblüte oder auch Apfel- und Obsternten dazu verhelfen, überhaupt anständige Erträge, die wirtschaftlich sich rechnen, zu lassen. Und in dem Sinne danke ich natürlich den Mitgliedern der Polytechnischen Gesellschaft für ihre Unterstützung des Instituts für Bienenkunde. Wir sind ein solches unabhängiges Institut. Ich danke natürlich auch der Goethe-Universität als akademische Heimat, wenn Sie so wollen, die diese Forschungen in fantastischer Symbiose, würde ich es mal sagen, zwischen Akademie und Polytechnischer Gesellschaft ermöglicht. Und man dankt dem Vorstand der Polytechnischen Gesellschaft, Herr von Witzlow, Herr Settelde, für Ihre Unterstützung, für Ihre Arbeit für die Bienen und für das Bieneninstitut und für die Sicherung auch unserer langfristigen Forschung. Der Bienenkorb bleibt Symbol der Polytechnischen Gesellschaft von allen Töchtern. Das freut uns natürlich ganz besonders, dass der Bienenkorb hier, das sind wir mit der Biene, in abgewandelter Form für alle Tochterinstitute und für die Mutter, für uns, für die Polytechnische Gesellschaft, als Symbol des Fleißes, aber auch als Symbol des Forscherdranges gelten kann. Und damit bin ich am Ende. Ich schließe mit Sprengel wieder ein Zitat aus seinem zweiten Buch über die Nützlichkeit der Bienenhaltung. Schreibt er: Die Bienen verdienen unsere Achtung weit mehr, weil sie unsere Feld- und Gartenarbeiter sind. Viel mehr, als weil wir sie für unsere Honig- und Wachsfabrikanten halten. Jede Kirsche, jede Pflaume, jede Birne, die wir essen, haben wir den Bienen zu verdanken. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren.